Wir sind wieder da bei unserem schönen Spiel Neta und Essa. Wir haben richtig viel Spaß heute hier. Ohne Ende. Ne, Tom und Steffen? Mhm. Das Spiel, was hat das? Pakete, Wattzeug sammeln? RTO. Aber die sind da oben. Scheißpakete. Ja, das Spiel ist wirklich, also ich würde sagen, noch lange nicht fertig. Also, was die hier erzählt haben, so, ist halt ein bisschen komisch. Weil die gibt's echt, also allein schon das mit der Safe-Zone, das ist echt für den Arsch. Sobald die Under-Attack ist, killen sich alle Leute, bringen sich alle Leute um und so. Also ich muss das nur noch mal kurz nachzeichnen. Wir chillen gerade ab in der Safe-Zone, verkaufen unser Zeug und auf einmal wollen gerade keine Safe-Zone mehr und alle Leute stehen gegenüber. Ja. Völlig starr und rennen alle in verschiedene Richtungen. Ja, seht, hier ist hier noch Under-Attack für 40 Minuten und das ist unglaublich behindert. Und die knallt sich dann halt alle gegenseitig ab auf einmal und also jeder mit einer Mili-Waffe ist da am Arsch. Das müsste man echt noch mal eigentlich ein bisschen fixen. Ich weiß nicht, was die hier machen. Für einen Scheiß. Oh Gott. Einfach so runtergefallen. Oh, Steffen. Ja, mit, wie gesagt, ich habe heute eine neue Grafikkarte. HT? Und egal was KTE und egal was ich einstelle, in der Safe Zone vorhin bricht einfach, egal bei welcher Grafikeinstellung, immer die Frames ein. Und dann habe ich 15 Frames oder so. Das Spiel ist einfach zu krass für Steffens Rechner, muss man dazu sagen. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber irgendwas muss es ja liegen, bei mir läuft das flüssig alles. Ich habe doch jetzt 60 Frames. Bei mir läuft das alles. Das liegt einfach mal im Spiel. Ist das Spiel, ja klar. Ja, ist das Spiel, Leute, ihr hört's, das Spiel ist wirklich nie so gut, wie wir dachten. Wir gehen jetzt mal auf die Häuser da oben, Steffen, gucken uns mal an, was da oben hochfliegt erstmal, weil da sind ja gerade eben drauf. So Feuerstellen. Aber ich nimm mal den Schlafsack hin, mit dem du überlaufen hast. Ja, mach ruhig. Na, da bin ich ja vorhin an der Saison vorbeigelaufen. Und Chewing Gums. An der Saison vorbeigelaufen. Und die Schoppel braucht man auch, ne? Komm ich hier überhaupt rüber? Ich komm ja nicht rübergesprungen, oder? Wo bist du denn jetzt hochgegangen? Oh, das hasse ich, dass man 3 Meter weit den Gruppenpartner nicht mehr sieht. Oh Gott. Doch, komm rüber. Mit Anlauf kommst du rüber. Hier liegen nämlich noch Sachen rum. Also markieren. Oh. Ich hab ein Large Mach Backpack. Ich hab ein Military Large Backpack mit 350 Plätzen. Bitch. Das ist nicht schlecht. Ja, Helikopterabsturzstelle ist halt voll von Daisy geklaut und da ist hier Sachen rumliegen. Oh, hier hinten sind auch ein Haufen Sachen, die glitzern. Ah, warte mal, hier unten. Glitzert hier unten im Bett. Da glitzert ein Tisch. Hier unten. Wo bist du? Da drüben. Geht's da weiter? Kommst du da rüber oder? Jetzt ja. Ach, du bist unten. Pass auf, da in der Seitengasse ist ein Crawler. Ach, ja? Kann mich mal. Ja, Shotgun gut. Frame? Hab ich gefunden. Nimm alles mit, was du tragen kannst. Hier ist eine Leiter. Die Frage ist, wie ich auf das andere Gebäude hier komme. Oh Gott, wie komme ich denn hier runter? Hab ich das getan? Ja, hier steht auch ein Schrank mitten in einem Schreibtisch drinne. Und hier liegt 5 Dollar, habe ich wieder gefunden. 8 Dollar sogar. Ey, ohne Scheiße, das ist mir auch mal eingefallen. Also, wo du gerade sagst, mit dem Schrank im Schreibtisch und so eine Faxen. Also, das Spiel hat ja echt so ein paar hübsche Orte und so weiter, aber wiederholt sich teilweise so häufig, dass das halt, die Räume sehen alle gleich aus. Die Häuser, die man bewohnt, also wo man reingehen kann, sind einfach nur leere Hallen. Das wirkt irgendwie nicht so, als wenn hier mal irgendwie Leben war. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist alles, ich weiß nicht, also bis jetzt, also es macht ja an sich Spaß, wenn man so rumtut und Monster schlachten und Steffen, wo bist du eigentlich schon wieder gerade? Sag mir mal, wie man auf das Gebäude da drüben kommt. Wo bist du denn? Ach da. Warte doch mal auf mich. Ich sehe doch gar nicht, was du meinst. Ich will hier hochkommen, aber geht da irgendwie nicht hoch. Wo willst du hoch? Gebäude hier, direkt an der Ecke will ich hoch. Hier ist irgendwas oben drauf. Du willst da hoch. Ja, auf dann sieht man die Taschenlampe nicht, ob sie an oder aus ist. Ach. Warte, spring auf mich rum. Na, duck dich mal. Warte. Boah Gott, warte mal. Geht das überhaupt? Ja. Naja, und was ist hier? Natürlich, Steffen? Nee, auf dem hier links daneben. Ah, die Fabrik. Ja, da kommst du nicht hoch. Das war Tobi gewesen. Aber doch, da hat was geglitzert. Wie bist du denn jetzt hochgekommen? Alleine? Jo, geht auch. Okay. Ja, keine Ahnung, wie man da hochkommt, weiß ich nicht. Warte, ich hab eine Idee. Du hast eine Idee, geht's okay. Geht's Show me. Hoch? Wo bist denn du schon wieder? Blut. Wo bist denn du schon wieder? Hinten rum oder was? Oben auf diese Gleis rauf. Und ich springe jetzt von dem Gleis auf die Leiter drauf, die hier an der Seite ist. Könnte klappen. Willst du es filmen? Warte mal, ich bin da. Willkommen bei Jackass. Hi, da kommst du, wo willst du hin? Jackass, darüber auf diese kommst Leiter. Du niemals. Ganz ehrlich, Leute. Das ist doch. Da ist doch eine Mülltonne, geht auf die Mülltonne da runter. Hab ich gerade probiert, das hat nicht geklappt. Nee, du bist ja genau da runter, ja. Da darüber, genau. Da musst du hoch. Ja, das geht nicht. Ne, doch, das geht bestimmt. Ich hab's nicht geschafft. Das geht bestimmt. Aber es ist geil, dass ich mich gerade eben nicht verletzt hab. Naja, ist ja auch hier einfach mal, ne?
kannst hier so krass fallen, das ist hier gar keine Sau. So, ich bin jetzt am Krankenwagen, Steffen. Hier ist nichts drin. Mann, sag mir lieber, ich geh will da jetzt nicht hoch. Ich geh da jetzt nicht hoch. Doch, komm. Ich mache eine Hilfe. Du steckst auf mich hoch. Mach eine Hilfe. Komm her. Warte mal, hier ist kurz ein Medic-Zelt noch ein bisschen, was ein Medic mäßiert. Ein Medic-Zelt? Was? Medic? Eine Flasche Wasser gefunden. Könnte ich auch gleich mal brauchen. Ich hab nämlich nichts. Geil. So. Oh, warte mal. Komm hierher. Steigst du auf mich ruf und dann auf den scheiß Kasten da oben. Das ist ja riesig hoch. Das sieht von oben gar nicht so hoch aus. Kommst hier nie hoch. Du kommst hier niemals im Leben hoch, weil ich dich jetzt von hier aus sehe. Niemals in deinem ganzen Leben wirst du da jemals, nicht mal mit 20% Jump mehr. Komm mal hier rauf. Das hier. Und geh auf mich rauf. Ja, und dann soll ich mich durchbacken oder was? Ja, klar. Warte, ich steh, Alter, mal auf. Mal. Da kommst du doch rauf. Jemand, du musst dich hin. Ich hab da letztens auch im Stehen das gemacht. Ich kann auf dir nicht springen, ist das Problem. Warte, wenn ich hocke und ich springe hoch? Na, dann musst du runter. Ja, los. Na los. Ich springe. Warte. Oh, warte mal. Nochmal. Das geht nicht, Steffen, Mann. Das ist buggy. Außerdem, das funktioniert niemals im Leben, Mann. Ja, aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Da war was. Ja, ist mir jetzt egal. Ich halte mich jetzt nicht an so Kleinigkeiten auf. Wo müssen wir denn jetzt hin? Erst Riverside. Nach unten müssen wir. Hier lang. Charakter hier. Was machst du denn da? Ich vergebe gerade meinen Fähigkeitspunkt. So, jetzt. Da war bestimmt was übelst Geiles und jetzt haben wir das nicht gefunden. Ja, geile Sachen. Also Leute, wenn ihr euch das Spiel holt... Holt's euch nicht. Holt's euch nicht. Da, die Tonne. Geradezu. Oh mein Gott, eine Mülltonne. Sie blinkt. Da ist bestimmt nur Dreck drin. Da sind bestimmt 5 Dollar drin oder 8 oder so. Pass auf. So viel? Bäm, Alter. Pick-up. Geil, Muni für meine Knarre. Ist natürlich geil. Warum steht denn einmal... egal. Rennen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe jetzt 12 Schuss für meine Knarre, Alter. Wir können jetzt alle Leute umbringen. Rennen jetzt südlich zum South-Dings. Ja. Und ob du die Beute gehen gerade? Nee, da ist Feuer. Wir müssen zum Feuer immer gehen. Beim Feuerstellen ist immer was, liegt immer was. Immer da, wo Rauch aufsteigt. Wir trotzdem mal auf die Beute hier gucken. Da ist nichts, da brennt nichts. Auf jeden Fall ist hier oben so ein fliegendes Scheißvieh. Ich bin gerade nochmal in den Eltio oder in diesen Lakeside-Dingsbums und suche hier dieses letzte verdammte Teil. Kack-Device. Da noch ein Monster oder was? Ja, alles voll. Eine Crowbar. Eins hab ich noch gefunden, aber das letzte macht mir einfach zu schaffen gerade. Da ist auch Feuer, aber da müssen wir, ist ein Umweg. Da oben ist auch Feuer drauf auf dem Haus. Hast du schon getestet, da ist dann immer was, ja? Na, bei Feuerstellen, da ist immer was, ja. Also überall, wo es brennt und Rauch aufsteigt oder so, ist immer irgendwas. Das ist quasi so ein Indikator. Ich hab nur noch ein Viertel. Naja, ungern, aber naja. Ich hab noch Army Rations bei. Cool, die machen 300 Hunger. Geil. So, Granaten hab ich ja auch noch bei. Na los, let's fetz. Da ist ein ganz hohe Gebäude oben, da ist bestimmt ein Sniper oben drauf, wenn wir bestimmt jetzt sterben. Lass mal hier, unten runterlaufen. Dass die uns nicht. Wenn da. Ey, letztens wurde ich auch vom Sniper gekillt übrigens. Keine Ahnung, wo der war. Einfach tot war, einfach umgefallen. Stand dann da, hat dich gekillt. Keine Ahnung, wie das war. Der hätte lieber gewesen, wenn es nicht da gestanden hätte? Mein lieber gewesen, der hat mich gar nicht gekillt. Ach. Ich. Huh! Dachlos. Alter, das ist so ein geil, Riesen, das ist ein Riesenhaus, Alter. Das ist ein Riesenhaus, Junge. Der da hochgehen. Na, auf geht's. Ich bleib immer noch dabei, dass der sie viel besser ist. Ach, Quatsch. Ja, da bin ich auch definitiv dabei. Nee, aber allgemein so, damals war es ja so, als der Bus den Mod gab, würde ich mal Cory zum Beispiel überreden, lass doch mal der sie spielen. Nee, voll scheiße und die Zombies sind kacke und Wo ist denn hin, Steffen? Ich weiß nicht, wo wir müssen durch das Nebenhaus hier, komm mal durch hier. Ach, hier. Und die dann so, ja, voll scheiße und bla bla. Dann haben wir ja immer War Z gespielt. Da vorne ist ein Monster. Da vorne kämpft ein Monster. Spielt, muss ich sagen. Ich glaube, da vorne kämpft einer gegen ein Monster. Das hatte eigentlich Potenzial, aber dann hakt er da so ein paar Sachen. Das ist das gleiche wie das Spiel hier, bloß mit einer besseren Grafik. Also es war halt einfach nur noch am Ende, du hattest ja auch 80 Millionen Waffen in deinem Global Inventory drin. Das war echt so, das war echt abartig. Du könntest da echt machen, was du wolltest. Da hat immer noch einer mehr Knarren, als du hier habt. Wir haben sie immer alle die Supermärkte abgekämmt und ach, das war alles scheiße. Die Militärspots abgekämmt und ach.
Aber wie gesagt, DayZ mit dem Standalone, also wenn das mal auch mal richtig fertig ist, das wird richtig knallen. Wenn dann die Autos wiederkommen und so, das wird schon geiler. Aber ich meine, das Spiel ist ja auch hier für ein Apfel und ein Ei drin gewesen im Steam Store, also von daher kann man das schon mal machen. Da wäre mir ein Apfel lieber gewesen, muss ich sagen. Und ich hätte gerne nicht Ei genommen. weil ich Kinder habe. Das ist eine Kiste. Ist bestimmt was drin, ein Stück Fleisch oder so. Ja, geil. Oh, ja. Eine Crowbar und einen Energy Drink. Hier waren Karten drin. In den Kisten hier. Hat sich richtig gelohnt, wa? Auf jeden Fall. Ich finde, wenn man so eine krasse Reise auf sich nimmt, hier hochzuklettern, ja, müsste man auch krasser belohnt werden. Was ist denn hier unten? Ist auch nochmal so ein Ding? Warte mal. Ja, da hier mal ich hab das letzte Device. Hast du jetzt die Safe Zone gesaved, Alter? Komm mal da hin. Ja. Ach, hier runter. Komm schon, reparier die Scheiße, du Vollpfosten! Du Vollpfosten! Oh, hier ist jemand. Warte, hier ist jemand? Ich hab die Safe Zone gerettet. Ach so, ein Toter. Du hast die Safe Zone secured, ja. Hast du jetzt krasse XP? Reputation und so. Ja, Mann, ich baller gerade ein Level nach dem anderen hoch, Alter. Drei kriegst du, glaube ich, wenn ich mich recht irre. Drei Level? Was war da drin? Eine Flasche Wasser. Oh ja. Die ich jetzt mal nehmen. Wie geht's jetzt hier nochmal irgendwo runter? Oh, nee, ich nehme jetzt immer Energy Drink. Ja, an der Seite, ja. Und die Flasche Wasser. Oh. Ja, an der Seite gehen wir runter, die Feuerleiter hier. Bist du schon unten? Ich gehe schon die Leiter runter. Ich bin hinter dir. So, da, links, rechts, runter. Ey! Ich überholt, Alter. Alter, hast du schon mal gehört, dass man auf Treppen nur links überholt? Das Geilste ist, guck mal hier, hier haben sie einfach abgeschnitten und waren fertig mit dem Programmieren. Das ist geil gemacht. Wie abgeschnitten? Ja nicht, das geht wahrscheinlich im Boden weiter. Kann auch sein. Abgeschnitten, du glaubst ja nicht, dass die Achso, wir müssen, die Straße hier runter. Aber wisst ihr, was geil ist, wenn man die Safe Zone rettet? Es liegt einfach Haufen Loot rum, Alter. Na, was, ein Messer und Rucksack oder was? Naja, trotzdem, wenn du alles verpasst hast. Naja, trotzdem. Ich hab die Safe Zone gerettet. Opfer. Bestimmt noch Kinder vor dir geschafft. Das ist eine Gas Station. Oh ja. Also ich hab jetzt den Barrel und den Frame für die Shotgun. Wollte ich da noch was für? Da ist ein Vieh. Oh oh. Katana, aber nimm Katana. Also ich nehm Katana. Versuch. Da ist er. Oh. Alter, warum kann ich den nicht schlagen? Hinter dir. Warum krieg ich jetzt Schaden, obwohl ich geblockt habe? Wenn er springt, dann kann er dir Schaden machen. Dann mal, ich hab den kaum getroffen. Da ist noch einer. Der kommt auf dich. Na sag mal. Na sag mal, hallo? Dahinter, da. Tot. Crawler Stamp wieder und Nether Skin. So weiter. Dass ich schon wieder halb tot bin. Warte mal, ich muss mal kurz was essen. Erstmal die Crunchy. Komm mal erstmal hier rein in Sicherheit. Du bist immer, stehst immer draußen rum und isst irgendwas. Alter, hier ist einer gestorben. Hier ist Holz. Wie läuft einer? Da ist einer. Wo? Hier, vor der Tanke. Da, da rechts. Da läuft er. Michi oder was? Der hat bloß einen Katana. Komm mal rein. Da drüben. Komm mal rein! Mann, Steffen, ey, gucken wir weiter an, wie er läuft. Was bist du denn da? Ich hab hier gerade die Scheiße. Der ist weggerannt. Hier ist ein Automat noch. Ist weggerannt? Bist du sicher? Oh ja, er so sah so aus. Ich hoffe. Nach da in die Richtung. Ich hoffe es für dich, Steffen. Wie geht's weiter? Wollen wir mal hier raufgehen? Wo hoch? Da irgendwo? Ja. Mal Luki Luki machen? Ist hier was drinnen noch? Nee. Du hast jetzt Knarre oder was? Ich hab jetzt die Knarre rausgeholt, ja. Ich hoffe, das schreckt die Leute ab. Ich glaube, hier haben nicht so viele eine Knarre außerhalb der Safe Zone. Der Safe Zone habe ich ja von oben abgeknallt. Als die gebroken wurde. Bücherregal, was soll man da finden? Oh, eine Crowbar, yeah. Eine Crowbar im Bücherregal, aha. Ja, wer kennt's nicht? Ja, ich versteck meine Crowbar da auch immer. Nicht? Ich versteck meine Crowbar in der Hose. Ich hab so eine große Enzyklopädie, da habe ich in Form einer Crowbar so die Blätter rausgerissen. Achso, die Half-Life-Enzyklopädie, ja? Genau. Die. So, wo seid ihr denn jetzt hier? Oh, Level 4 habe ich. Warte mal, ich verhebe mal kurz meine Punkte. Mach hin, Alter, wir müssen weiter. Wir sind hier unsicher. Ich stell mal vor, es würde wirklich so eine Welt geben, der wäre voller Scheiß, Alter. Wollen wir mal da in die Kirche gehen? Da ist nichts. Da war ich schon mal. Gehen jetzt weiter. Da ist Bus, kannst du einnehmen, die Kirche.
mit deinem Tribe. Aber ich weiß nicht, ob dir das da bringt. Ich glaube, du kriegst dann, wenn du die kontrollierst, in der Umgebung irgendwie mehr XP oder weiß ich, oder Geld oder, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man die einfach nur einnimmt, indem man daneben steht. Also die Potente gehen zwar runter, wenn ich jetzt hier stehe, weil ich einen anderen Tribe anhöre. Da vorne ist ein Explodiervieh. Was war bitte? Daneben. Ein Crawler. Wo bist du? Musst du machen. Ich bin hinter dir. Warte. Fast tot. Nein, ist er nicht. Ich bin fast tot. Achso. Hinter dir. Ist tot. Sieht schon cool aus, ein bisschen so in der Kirche hier. Komm mal raus. Bin neben dir. Warte mal, wir gehen jetzt da. Oh Gott. Kann der schnell rennen eigentlich? Weiß ich nicht, da kann man auf jeden Fall explodieren. Nee, lass jetzt rumgehen. Lass nächstes Crawler, pass auf. Ist daneben. Auf dem Parkplatz, lass ihn am Parkplatz gehen. Boah, Alter. Alter, bugt das rum hier. Lass hier außen rumgehen. Ich hoffe, hier kommt man noch raus. Manchmal kommt man ja hier irgendwie nicht raus, wenn man irgendwo durchläuft. Ist hinter mir? Ja. Brauchst du was zum Heilen? Na, ich hab jetzt 500 Energie, die Hälfte. Okay. So, okay. Achso, warte mal. Ich hab mich immer umgedreht und schon war es wieder aus meinem Blick. Macht man eigentlich mit den Kaugummis? Essen. Kannst auch handeln, wa? Nee, kann man nicht mal essen. Wir handeln den Shit. Okay. This is never. The Forgotten Army is capturing your territory. Das ist sehr schön. Ja, bestimmt von unserem Tribe. Erzähl mir mehr. Things will never be the same again. Oh, Alter, muss es den jetzt echt bringen? Ja, den hatte ich gerade im Kopf. Sau schlecht. Sind der da? Meinst du? Ja. Da, wo das Feuer ist? Der ist doch von Mel C oder Mel B? Mel C. Ja, irgendwie so. Mel B war die Schwarze. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich kannst du mal sagen, welche Körbchengröße die hatten. Die hatte keine großen Körbchen. Jetzt sehr schon. Das war Sporty Spice, oder? Sporty Spice? Sporty Hat Spice. Hat die auch Spotify erfunden? Nicht Sporty, sondern... Na, du bist ein, da ist ein Explodierer, alle weg hier. Da sind zwei. Kannst du mir mal sagen, warum meiner nicht aufhört zu laufen? Wir müssen hoch, ne? Safe Zone. Warum läuft denn meiner immer ja, weiter? Ja, ist so. Mann, das ist ein Spiel. Verbuggt das, das wisst ihr nur endlich schon. Der bleibt nicht mehr stehen. Ah, ne, du bist auch ein Drück Typ, mal zweimal die Shift-Taste. Jetzt, oh geil. Beste. Was ist denn der Typ da? Alter, haben wir gerade einen Running gemacht, ey? Was war denn das jetzt hier, ey? So, Scheiße. Was? Ist das der Green Trailer gewesen? Nee. Hast du Pakete? Ich hab keine. Klar, zwei Stück. Ich hab gar keine. Red. Ich habe kein Red. Paket. Da drüben. Du hast kein Paket bekommen. Ich habe kein Paket bekommen. Hier ist ein LSZ in dem mittleren hier. Lakeside. So, wie viel krieg dafür? Oh ja, $276. So geil. So much money, Alter, für dich. 10 Studenten. Oder what? Oder what? So. Alter, erstmal alle saven. Ich hab mal, ach, mein Global Interview ist ja voll. Ist ja scheiße. Tja, da muss ich wohl ein paar Sachen entfernen. Zum Beispiel... Ich kann die auch verkaufen. Wo kann ich den nicht verkaufen eigentlich? Na, einfach, Zell. Wenn du dann auf rechts klickst. Also musst du in dein Inventar ziehen und dann. Ja, ja, ich bin dabei. Für ein Messer kriegt man sogar $3. Mhm. Ist ja der Wahnsinn. Für eine Crawler gibt es 4. Alter, ist ja der ohne Scheiß, ey. Geiler geht's so. So, ich bin jetzt unglaubliches Level 8. Level 8? Ja. Ist ja der Wahnsinn. Und ich habe $650. Yay! So, mein Global ist fast voll. Ich mache jetzt hier noch den hier. Kann wo ist mein Global kann Inventory? Man so stapeln? Na, hier oben. 216 so. Nether Skin. Alter, ich habe auch schon 10 Stück, ey. Bist hier der Monster-Sammler, ja? Ich bin hier der krasse Typ, Alter. Kannst aber bitten, Alter. Die Schaufel kommt auch weg. So, jetzt ist die Scheiße zu voll hier. Oh Gott, was schmeiß ich denn jetzt weg hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die
beugt die Augen. Wo ist denn hier der? Ja, die Augen braucht man für irgendeine Waffe. Ja, für ihn, ich glaube auch. Die Augen waren nur wichtig, ja. Was ist denn hier der Waffenfuzzi? Irgendwo anders. Steffen, kannst du mal was in dein Global Inventory von mir packen? Warten. Verkauf doch ein bisschen Scheiße, habt ihr bestimmt nur Dreck drin. Nee, ich hab nicht nur Dreck drin, halt der Maul, brauchen wir alles noch. Pass auf, du nimmst jetzt, bist du neben mir, ja. Das nimmst du. Verkaufig. Und du nimmst noch. Ditte hier. So, und wie weitergeht in der nächsten Folge, seht ihr dann mehr. Dann werden wir natürlich wieder einen krassen Scheiß machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.